Innovation durch Freiraum. Unter diesem Motto veranstaltete das Berufsnetzwerk Xing das Vordenker-Event New Work Sessions. In einer Mischung aus Keynotes und Impulsvorträgen betrachteten hochkarätige Speaker das Thema New Work aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ja, wir veranstalten heute die New Work Session in Wien und da geht es ganz konkret darum, erste Impulse zu geben, Initiative zu zeigen, den Versuch, unterschiedliche Blickwinkel auf New Work einzunehmen, weil es einfach verschiedene Perspektiven gibt zum Thema New Work. Auf den New Work Sessions in Wien geht es darum, Diskussion, Inspiration und Anregungen zum Thema New Work zu bringen. Das heißt, es geht wirklich darum, New Work erlebbar zu machen und den Teilnehmern eben viele Anregungen zu geben, die sie vielleicht morgen schon in ihren Arbeitsalltag einbringen können. Was versteht man eigentlich unter New Work? Die Frage ist, gibt es eine Definition von New Work? Fakt ist in unserer Arbeitswelt, dass aufgrund vom Fachkräftemangel, Digitalisierung und dem Wertewandel sich auch die Arbeit ändert. Das heißt, es geht auch natürlich um Digitalisierung, Technologie, Stichwort Arbeit 4.0. Geht sehr stark um andere neue Arbeitsformen, andere Arbeitsorganisationen. Aber drittens geht es ganz klar um die persönliche Komponente. Was, warum wollen wir arbeiten? Wie organisieren wir unser Leben, unsere Zeit und unsere Arbeit? Ja, New Work ist mal sehr breit gefasst, der Wandel der Arbeitswelt. Und ich glaube, wie man auch heute hier sieht, New Work hat ganz, ganz viele Facetten. Welches Thema ist da für mich besonders relevant? Wir von Kununu stehen natürlich für das Thema Transparenz. Und Transparenz ist einfach ein wichtiger Faktor in New Work. Unternehmen müssen heute transparent sein, um am Arbeitsmarkt auch erfolgreich zu sein. Gleich zum Einstieg erläuterte der Neurobiologe Dr. Bernd Hufnagel in seiner Keynote, was Leben und Arbeiten in der digitalen Welt bedeuten und versucht sich ebenfalls an einer Definition von New Work. Ich tue mir grundsätzlich mit Definitionen schwer, weil sie sehr, sehr stark reduzierend sind. Das ist doch ein recht komplexes Thema. Ich habe jetzt auch gerade versucht zu referieren, dass wir eine Sache, die mir besonders wichtig ist aus einer Definition, auf keinen Fall übersehen dürfen. Und zwar ist wie Menschen reagieren in einer digitalisierten Welt, wie sie die Welt wahrnehmen. Da habe ich viel gesprochen von Erfolgskultur, von Dramatisierung und von dem, was Menschen aber tatsächlich auch brauchen, also auch als Umfeld, um kreativ, innovativ, von mir aus auch agil zu sein und das sicherzustellen. Also die menschliche Komponente und von einem endlich Abstand zu nehmen, nämlich Menschen versuchen zu optimieren, das wäre eine nette Definition. Also das Nicht-Ziele definieren, das Weglassen von Dingen und vor allem eben genau dieser Versuch, dass man nicht alles optimiert und vor allem eben den Menschen nicht. Lassen sich New Work und der steigende Leistungsdruck unserer heutigen Gesellschaft miteinander vereinbaren? Das ist kein gegensätzlicher Begriff, es wäre sogar der Lösungsansatz. Ich finde, das müsste ja New Work auch leisten, dass man eben genau aus diesem Erfolgsdruck wieder in eine Leistungskultur kommt, wo jeder Einzelne auch tatsächlich bewusst sein kann, was er wirklich getan hat, was er tut. Das müssen Führungskräfte, Vorstände, das müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, jeden Tag, was sie wirklich leisten und beitragen. Und das ist so elementar wichtig, weil wenn wir nicht wissen, was wir tagtäglich tun, dann entsteht Frustration, das ist banal.